herzlich willkommen. Ich bin iPanix und ich begrüße euch zurück zu Star Wars The Old Republic. Ja, und ihr seht es. Es ist iPanix. Ja, genau. Und wir spielen unseren Sith-Krieger mal endlich weiter. Wir sollen nach Quesh reisen und dort Admiral Monk endlich mal, ein bisschen massakrieren. Da haben wir's. Du verfolgst Admiral Monk, eines der Ziele von Plan 0. Du hast Darth Vengans Flaggschiff von den republikanischen Streitkräften befreit, doch der Captain Moff Masken bezeichnete dich des Verrats. Admiral Monk entkam nach Quesh. Du bist ihm gefolgt, bla bla. Und das werden wir jetzt tun, aber um dass wir auf Quesh draufkommen, müssen wir den hier erstmal anquatschen. Seid ihr wegen der Immunisierung hier? Dann braucht ihr Formular 1423D und... verzeiht mir. Tut mir leid, mein Sith Lord. Ich dachte, ihr wärt ein weiterer Rekrut. Kein Papierkram vonnöten. Ich nehme an, ihr seid hier, um im Quesh-Krieg zu kämpfen? Zeigt mir einfach den Weg in die Schlacht. Dieser Planet inspiriert sonst nicht sonderlich. Quesh ist hochgradig giftig, verseucht durch die Minenoperationen der Republik. Ihr werdet eine Injektion brauchen, um zu überleben. Bitte sehr. Diese Behandlung wird euch vorläufig schützen. Ich habe Angelegenheiten auf Quesh zu regeln. Ihr könnt gehen. Die Wirkung wird mit der Zeit nachlassen. Aber ihr könnt euch an der Oberfläche eine neue Injektion geben lassen. Ihr könnt gehen. Sprecht mit Moff Drayson, wenn ihr kämpfen wollt. Er hat das Kommando über die Kriegsbemühungen des Imperiums. Okidoki. Wer war das denn noch? So, dann machen wir uns mal auf den Weg nach Quesh runter. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich auf Quesh. So, und da sind wir schon. Hier glimmt Nein, wartet. Flammen werden diese Welt verschlingen, wenn wir sie verlassen. So. Du bist ein bisschen spät hier, oder? Aber naja, jeder so wie er meint. Wo müssen wir denn hin? Nach Fort Funks. Ja. Da machen wir uns mal direkt auf den Weg hin. Mein Lord. Reiseroute bestätigt. Und gucken mal später, wie es passt, ob wir Moff Drayson noch einen Besuch abstatten. Aber das müssen wir mal gucken, wie wir hier vorankommen. Ich bin heute schon den ganzen Tag am Aufnehmen. Deswegen verzeiht's mir, wenn ich mal ein bisschen durcheinander bin. Oh, ich glaube, wir kommen schon recht nah dahin, wo wir hin müssen. Na komm. Das denn, ey? Wollte schon sagen. Sag mir nicht, der. Kann ich noch weiter hoch? Zeige alle autorisierten Ziele an. Na. Mehr gibt hier nicht. So, mein Gefährt. Dann flitzen wir mal los. Lass mich. Könnt eh nichts. Bin ich hier schon richtig? Ja. So, ich fahre euch einfach vorbei. Boah. Ziehen aber die Drecksäue, ey. Heil mich. So schnell stirbt man nicht. Richtig. So schnell stirbt man nicht. So, ich bring dich an, Motherfucker, ey. Bam. Also wirklich was drauf haben, tun die jetzt aber momentan noch nicht, ne?
Da kommen wir da drauf, ey. So. Will ja gar nicht so lange mit euch aufhalten, ey. Zack, vorüber. Den hier gedrückt. Und zack. So. Gesessen? Oh, ein Silberling. Komm, mach ihn alle, ey. Sie kann doch was. Heil mich. Aber hier. So. Jetzt habe ich was gut. So weit, so gut. Hat er gerade Jedi was geworfen? Oh shit, oh shit, oh shit. Gibt der Erfahrungspunkte, ey. Leck me fett, ey. Nehmen wir auch noch mit hier. Mann. Jedi-Beschützer, der sieht nicht gut aus. Das gefällt mir gar nicht, dass der da sorgt. Aber mitnehmen will ich den auf jeden Fall. Mal hier alles an. So schnell stirbt man nicht. Na los, hau da drauf jetzt. Ja, da ist er down. Den hinteren. Also hier ist deutlich weniger los, als ich eigentlich gedacht habe. Was denkt sich Barras bloß dabei, euch mir auf den Hals zu hetzen? Versucht er etwa, sich ein Alibi zu verschaffen? Dann könnt ihr ihm sagen, Auftrag ausgeführt.
Fast alle meine Männer sind tot. Ihr habt gute Arbeit dabei geleistet, alles absolut legitim aussehen zu lassen. Und jetzt verschwindet! Arbeitet ihr für Barras? Wie schlau ihr doch seid. Ja, natürlich, Idiot. Das sind meine ranghöchsten Offiziere. Wir haben alle vor über 10 Jahren desertiert und arbeiten seitdem für Barras. Augenblick mal, das wusstet ihr nicht? Er hat euch nicht gesagt, dass wir seinem Befehl unterstehen? Es muss ihm entfallen sein. Diesem Mann entfällt nichts. Hinter allem steckt eine Absicht. Ihr seht doch selbst, wie dumm das ist. Unsere Deckung ist tadellos. Wir können im Krieg so viel für ihn bewirken. Warum sollte er unseren Tod befehlen? Es kommt nur darauf an, dass mir befohlen wurde, euch zu töten. Männer, wir wurden verraten. Kämpft um euer Leben! Ja, erstmal kurz die hier weg. So, und jetzt geht's um Admiral Monk. Ja, mal ein bisschen würgen. Da haben wir ihn. Bedauernswert, sein höriger Schoßhund. Niemand ist sicher bei Barras. Nicht einmal ihr. Das gehört nun mal dazu. Ich hoffe, er stirbt einen schmerzhaften Tod. Hier. Holoterminal meines Schiffes. Und ich würde sagen, wir treffen uns gleich auf dem Schiff. So, und da sind wir jetzt auf dem Schiff und hören uns mal an, was uns gesagt wird. Mein Meister Darth Vengeance ist bestürzt. Da sein verdeckter Angriff offenbart wurde, ist der Vertrag von Coruscant verletzt. Und offensichtlich hat Moff Masken den Angriff von Admiral Monk nicht überlebt. Was ist geschehen? Es scheint mir, als wäre hier mehr im Gange, als ihr mich glauben gemacht habt. Du hast es herausgefunden, nicht wahr? Ja, Admiral Monk war mein Diener. Und ich habe den Hinterhalt und Darth Vengeance Fehler inszeniert. Lass dich von diesem neu gewonnenen Wissen nicht verwirren. Was war der Grund dafür? Ich kann dein Verlangen nach mehr Wissen verstehen. Aber ich muss die Sache noch für mich behalten. Schon bald wird alles klar werden. Jetzt wurde das endgültige Ziel von Plan Null offenbart. Die Jagd auf den Jedi-Ritter Surrender führt dich nach Hoth. Kontaktiere mich, wenn du dort angekommen bist. Okay. Also, unser Weg führt uns nach Hoth und das machen wir in der nächsten Folge und ich würde sagen, bis dahin, bis dann. Und denkt dran, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Comments nicht und ich sage bis zum nächsten Mal, bis dahin, ciao.